So, hallo Cyberspace. Tja, hier bin ich schon wieder. Wieder leider heute ohne Christian, denn Christian, wie ihr sicher wisst, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, der Christian, der ist beim Umziehen und ich habe von ihm heute schon eine Nachricht bekommen, dass der große Laster heute hunderte von Umzugskartons abgeholt hat. Sprich, da läuft erstmal alles nach Plan, mehr oder weniger. Und das ist gut so, denn wenn alles nach Plan läuft, ist Christian hoffentlich auch bald wieder da. Und weil Christian heute nicht da ist, dachte ich mir, hey, dann spiele ich doch mal ein anderes Spiel, wo ich schon immer mal Bock drauf hätte, weil jetzt einfach nicht zu spielen, das wäre natürlich jetzt auch nicht, ja, warum sollte man das tun? Und zwar das Spiel von heute, das ist Blade Runner aus dem Jahr 1997. Ich wollte Blade Runner damals gern spielen. Ich war damals, ich weiß nicht, ja, 17, als es rauskam. Ja, 16 oder 17, ich weiß nicht mehr, welchen Monat, dass es rauskam. Und ich wollte das damals gern spielen, aber wir hatten ja damals nichts und so ein Vollpreisspiel war damals ziemlich teuer und deswegen habe ich es mir damals nicht gekauft. Und ja, habe es dann irgendwann mal aus dem Sinn verloren. Und neulich gab es das mal bei GOG und dann habe ich mir das einfach mal gekauft. Und hi Heimfe, grüß dich, hi. Da, genau, habe ich es mir einfach gekauft. Das ist die Originalversion. Das ist also nicht diese 25 Jahre Enhanced Version, die es mal vor einigen Monaten, glaube ich, gab, wo man auch irgendwie die Grafik noch so ein bisschen aufgemotzt hat. Die kam, glaube ich, auch gar nicht so gut an, weil da auch viel mit so Weichzeichnerzeug gearbeitet wurde. Das ist die Originalversion von Blade Runner. Und als Vorbereitung auf das Spiel habe ich mir extra nochmal den Final Cut von Blade Runner aus dem Jahr 1982 angeschaut. Und ich muss sagen, der ist immer noch ganz okay, wenn man die Art von Film mag, ist der immer noch sehr unterhaltsam. Und krass finde ich aber, der ist aus dem Jahr 1982, das heißt, der Film ist 40 Jahre alt. Das ist echt brutal. Naja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal ins Spiel. Und da ich natürlich auch gern mit ein bisschen, so ein bisschen easy spielen möchte, spiele ich auch hier den Easy Mode einfach mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in was die sich unterscheiden. Oder soll man den Mittel Mode spielen? Die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Action-Sequenzen gibt. Und wenn es Action-Sequenzen gibt, dann bin ich da immer super, super schlecht drin. Heimfe, hast du vielleicht mal Blade Runner gespielt und weißt, was sich hinter den Schwierigkeitsgraden verbirgt? Sonst würde ich das vielleicht live mal ganz kurz noch googeln. Blade Runner. Spiel Schwierigkeitsgrad. Denn es gab ja, wo gab es noch Schwierigkeitsgrade? Bei Indiana Jones 4 gibt es Schwierigkeitsgrade. Da hast du den normalen Schwierigkeitsgrad, der ist ein bisschen einfacher, weil Rätsel fehlen. Und dann gibt es einen schweren Modus. Da sind halt ein paar zusätzliche Rätsel da. Und bei Monkey Island gab es das ja auch. Und ah, ich habe hier gerade einen Link entdeckt, wo was über die Schwierigkeitsgrade steht. Weil manchmal finde ich halt solche Adventures oder so, die dann solche Action-Sequenzen haben, die dann schwierig sind, die finde ich persönlich halt irgendwie mega frustig. Zu Beginn kann man einen von drei Schwierigkeitsgraden heraussuchen. Dieser hat aber weniger, wie zum Beispiel bei Monkey Island mit den Rätseln, sondern eher mit den Kämpfen zu tun. Okay, wenn es mit den Kämpfen zu tun hat, dann spiele ich gern den Baby-Modus leicht, weil erstens, der Klickfinger ist müde. Zweitens, ich arbeite hier natürlich mit einem hochpräzisen Touchpad, aber dieses Spiel ist natürlich auf Maus ausgelegt. Und das ist klar. Mit so einer guten Touchpad-Hand kannst du so ein Mausspiel einfach nicht so super schnell bedienen. Okay. Dann lasst uns doch mal durchstarten. Ich glaube, da gibt es auch gleich erstmal ein ganz cooles Intro. Oh. Yeah! Ach, das ist so geil, auch in dem Film. Da untersuchen sie ja so Bilder immer und da zoomt ja Harrison Ford, der zoomt ja in dieses Bild rein und dann werden winzigste Details so scharf gestellt, dass du so ganz feine Spiegelung irgendwo erkennst und so. Also es war mega faszinierend immer. Okay, Anfang des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, der spielt 2019, glaube ich. Okay.
Replikanten, künstliche Wesen, künstliche Menschen. Intelligenter, stärker, beweglicher. Ja, da sollte man aufpassen, dass man die nicht so arg unterdrückt, würde ich sagen. Okay. Hast du den Film mal gesehen, Heimfe? Blade Runner? Oder die. Es gab ja auch noch eine Fortsetzung vor. Ich glaube, die Fortsetzung gab es 2018 oder 2019. Okay, Los Angeles 2019. Wie sah es denn da aus damals, 2019? Okay. Da hat Rammstein gespielt, definitiv. Alles klar. Ja, ich kenn die Effekte noch vom Konzert. Das ist definitiv die 2019er Bühnenshow. Okay. Das war ja auch so die späten 90er, das war ja auch so die Hochzeit von diesen ganzen Render-Grafiken. Ich gehe dann jetzt. Lucy, meine Süße. Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen. Servus, Spielpille, grüß dich, hi. Hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit. Der sexy Stream heute Abend. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich will aber nicht, Sir. Aber okay. Lucy, Kind, ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Bisschen unangenehm. Warte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Das ist der Preis für Demut, verstanden? Oh, bitte. Herr Spielpelle, du sagst, du magst die Filme so arg. Da gibt es ja, immer so die Diskussion über die verschiedenen Varianten, die es da gibt. So die Kinoversion, dann gibt es den Final Cut, dann gibt es den Director's Cut. Welcher gefällt dir da am besten? Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besitze. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. BR61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine 12-Stunden-Streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Oma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hatte. Ja, das ist halt... Das ist halt das Jahr 2019 in L.A. Da gibt es viele Verrückte. Ich glaube, die Unterschiede zu den drei Filmversionen, ich glaube, die erste Version ist die damals halt im Kino kam. Da gab es diese ganzen Voice-Overs noch von Deckard. Der hat ja ganz viele immer noch, nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte so wie er jetzt im Spiel. Gekotzt hatte. Und ich die Säuberungsaktion leiten durfte. Das hat man, glaube ich, in den anderthalb Jahren bei der Polizei war das immer noch mein dreckigster Job. Okay. Das hat man nachträglich, glaube ich, eingebaut. Er ist heute krank, hat sich einen heftigen Fall von Leichenvergiftung zugezogen. Alter, was er ist eine Leichenvergiftung? Persönlich gebeten, die Abteilung während seiner Abwesenheit zu übernehmen. Guzza war einer der alten Hasen, der auch die harten Sachen in den Straßen gesehen hatte. Er wirkte ganz umgänglich. Aber wenn man kein Freund von ihm war, musste man sich besser vorsehen. Ich hoffe, Sie haben die freie Zeit genossen, mein Kleiner. Denn jetzt kann es wirklich unangenehm werden. Kann's kaum erwarten. Freuen Sie sich bloß nicht zu früh. Die anderen Blade Runner sind voll beschäftigt. Holden saugt sein Essen durch den Strohhalm. Gav ist an der Tyrell-Sache und Steel arbeitet verdeckt an einem Sonderauftrag. Leider sind Sie der Einzige, der den Job übernehmen kann. Sie verstehen es wirklich, einen zu motivieren, Sir. Ja, besser letzte Wahl als gar keine. Tiermod, drüben bei Runciter. Wahrscheinlich war es nur ein Verrückter, aber Sie haben uns gerufen. Der alte Runciter hat ungefähr 1 Milliarde an Chinyan verloren. Verstehe, das ist eigentlich gar kein Job für unsere Abteilung. Haben Sie vielleicht was Besseres vor? Vielleicht wollen Sie ja Ihr Französisch aufbessern.
Wegen den Unterschieden. Machst du heute Abend Blau, Cowboy? Oh, die labern zu viel. Ich dachte, du hast einen Sonderauftrag. War nichts Besonderes, nachdem ich die Wichser weggeblasen hatte. Was ist passiert? Ein paar Reps haben sich bei Kaiser als Fibroplastarbeiter ausgegeben. Ich habe mich als Krankenschwester verkleidet, sie hatten keine Chance. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Test gemacht? Ach, Quatsch. Ich fühle da diese Intuition in meinem Bauch. Und die hat sich noch nie getäuscht. Wenn du die entwickelst, hast du eine glänzende Karriere vor dir. Okay, ich arbeite dran. Welchen hast du Spiel gespielt an Spielpille? Tiermord bei Runsighters. Was, Tiermord? Ach, diese verdammten Hautjobs haben vor nichts, was wirklich lebt und atmet, Respekt. Und diesen verfluchten Elden Tyrell sollte man in einen Leichensack stecken und ein für alle Mal zum Mond schießen. Naja, ohne ihn hätten wir keinen Job. Ja, ich würde sagen, wir könnten einen bezahlten außerplanetarischen Urlaub gut gebrauchen. Du kannst jetzt aufhören, mir auf den Arsch zu glotzen. Sag mal, hast du etwa Augen im Hinterkopf? Du brauchst nur zu fragen, Cowboy. Okay. Also ich hab's Spiel auch noch nie gespielt. Ich wollte es mal spielen damals, als es rauskam. Der Handel mit Tieren war ein sehr einträgliches und angesehenes Geschäft, seitdem die meisten echten Tiere nach dem Dritten Weltkrieg ausgestorben waren. Obwohl es viele elektrische mit Akku gab, kaufte sich niemand, der was auf sich hielt, so eine Fälschung. Klar. Ey, wer will schon ein elektrisches Tier mit Akku? Okidoki. Wegen den Filmversionen. Ich glaube, es gibt drei Stück. Ich glaube, es gibt die Originalversion, die im Kino lief. Da wurden aber nachträglich solche Voice-Overs eingeführt, nachdem man bei der Testvorführung gemerkt hat, dass die Leute im Publikum den Film nicht so 100% kapieren, gab es diese ganzen Voice-Overs, also wo Deckard am Anfang immer noch so viel quatscht und auch später immer, genauso wie jetzt hier im Spiel eigentlich. Dann gab es den Director's Cut, da wurden die wieder rausgemacht, weil Ridley Scott die eigentlich nicht wollte. Und ich glaube, der Final Cut, der dann irgendwann mal 2014, 15 rauskam, ich glaube, der hat nur ein paar grafische Überarbeitungen drin. Ich glaube, es sind noch so ein paar Effekte drin. Und die Voice-Overs fehlen da auch. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich wollte das Spiel damals spielen, als es rauskam, weil ich den Film eigentlich auch ganz cool fand. Und ich erinnere mich noch, dass ich in der PC Games eine Rezension gelesen hatte zu dem Spiel. Und die war ganz cool. Und da wollte ich es gerne haben. Und ich habe damals einfach nicht so viel Geld gehabt, dass ich mir das kaufen konnte. Denn damals waren die Vollpreisspiele ja noch echt ziemlich teuer. Und jetzt, keine 25 Jahre später, kriegst du es halt irgendwie für ein Apfel und ein Ei bei GOG. So, ich bin mal gespannt. Okay, ich bin der Typ hier. Ich habe einen Mauscursor. Wenn ich auf den drauf gehe, dann dreht er sich und ist grün. Ich klicke den mal an. Okay, dann komme ich hier ins Menü rein. Hier kann man noch nichts machen. Hier kann man verschiedene Hinweise, dann kann man wieder was mit Hinweisen machen. Hier ist eine Hinweis, das gibt sogar eine Erklärung. Verdächtigendatenbank, Hinweisdatenbank, zurück, weiter und schließen wahrscheinlich, oder zurück zum Spiel. Okay, was habe ich denn sonst noch alles? Hier ist noch irgendein, ist das wieder so eine Pixeljagd, huh? Hier ist irgendein kleiner Gegenstand. Was gefunden? Ein Chromteil. Oh. Von einem Auto? Also mit Sicherheit nicht von einem Pferd. Eintüten und kennzeichnen. Okay. Hallo 90er-Jahre-Humor. Welcome back. Okay. Was haben wir denn sonst noch alles? Hier ist nichts. Das ist nur so eine Reflexion. Okay. Polizist, ja. Schon was rausgekriegt? Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Der Laden wurde demoliert. Da war dieses hilflose Tigerbaby. Es ist eine gottverdammte Tragödie. Wie geht's dem alten Runsighter? Er hat einen Schock. Er jammert ständig, dass seine Welt zusammengebrochen wäre. Würde dir genauso gehen, wenn es deine Tiere gewesen wären. Ja, wie viele Täter waren es? Mindestens zwei. Überall sind blutige Fußspuren. Muss ja ein schöner Anblick sein. Okay, aber jetzt, was geht denn hier ab? Die Maus, der Mauszeiger, der verändert sich jetzt hier und hämmert irgendwie nach unten. Ich klicke da mal drauf. Was ist denn das? Okay, da kann ich mein Auto rein. Okay, ich glaube an die Steuerung muss ich mich noch ganz kurz ein bisschen gewöhnen. Polizeipräsidium, Arcos Apartment und ich will hier natürlich noch mal ein bisschen was anschauen. Okay, Polizist habe ich, kann ich hier rein? Ja. Ich habe schon mal nach einer Brechstange oder irgendwelchem Werkzeug gesucht. Nichts. Aber es sieht so aus, als hätten wir ein paar Spuren.
Das Labor soll sie durch den Großrechner jagen. Menschen und Reps. Auf jeden Fall. Okay. Also, wenn der Pfeil nach oben. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. Okay, der Geschmeidige und der nicht so Geschmeidige. Quatschen wir nochmal mit dem da. McCoy, LPD. Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser verabscheuungswürdigen Tat zu tun hat. Sie ist dieses junge Mädchen, das für mich arbeitet. Was denn? Sie hat dieses Gemetzel angerichtet? Nein, natürlich nicht. Das waren zwei Männer. Die haben das aber offenkundig mit ihr verabredet. Offenkundig? Wie sahen sie aus? Groß und unheimlich. Und absolut bösartig. Okay, unheimlich und bösartig. Das müssen die Täter gewesen sein. Ob das relevant ist, dass er seine Mitarbeiterin so belästigt hat? Schau mal, was es hier noch alles gibt. Alle meine Tiere. Nee, hier ist der Tiger wohl, da kann ich nichts machen. Man kann wohl auch nicht einfach so rumlaufen. Ah doch, es geht schon. Aber er rennt da, er ist motiviert, das freut mich. Das freut mich echt. Endlich mal hier jemand, der motiviert mein ist. Mein Liebling, er war mein Baby. Ja, da geht aber auch nichts mehr. Kann ich dahinter? Nee. Okay, hier gibt es sonst erstmal keine Hotspots. Ja, dann gehe ich wieder raus. Ich konnte es nicht verstehen. Es machte einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Die Tiere wurden ermordet, aber nichts gestohlen. Allein die kleinen Tiere hätten eine beträchtliche Summe auf dem Schwarzmarkt gebracht. Das Ganze kam mir wie ein Racheakt vor. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Kann ich irgendwie auf die Seite oder irgendwo hochklettern oder so? Da hinten ist noch was? Ja, hier ist so ein Kratzer und Lackspuren. Ich wusste, was sie zu bedeuten hatten. Jemand würde einen saftigen Strafzettel bekommen. Es sei denn, die Stadt hatte sich ein pechschwarzes Löschfahrzeug gekauft. Ja. Nichts, was auch nur annähernd interessant war. Aber schließlich hatte ich auch keine großen Erwartungen gehabt. Okay, kann ich mit dem Polizisten noch was quatschen? Sonst noch irgendwas hier draußen entdeckt? Nein, gar nichts. Da drin ist die richtige Show. Abstrakte Kunst, die Wände und die Decke sind voll damit. Ich war noch nie ein Kunstliebhaber. Okay, dann nehme ich mal jetzt einfach mal... Frag die Leute in der Gegend, vielleicht hat jemand was gesehen. Wird gemacht. Ah, das ist natürlich jetzt auch interessant. Ich klicke die Leute an und ich interagiere jetzt nicht direkt mit den Leuten, sondern sage dem Polizisten, dass er die sich jetzt erstmal vornehmen soll. Und da fällt mir noch was ein. Ich habe doch jetzt so ein Chromteil aufgesammelt. Ich klicke mich jetzt mal an. Kann ich nicht jetzt hier irgendwie... Ah, hier gibt es Hinweise. Okay, Art des Hinweises, Audioaufzeichnung und Objekte, Hinweise. Ich klicke das einfach mal an. Okay, kannst du dann einfach anschauen hier. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. Okay. Ich kann hier wahrscheinlich dann einfach filtern. Ja, genau. Hier ist das Chromteil. Alle Sachen. Ich schaue mir den Rest an. Kratzer und Lackspuren. Ich wusste, was sie zu bedeuten hatten. Jemand würde einen saftigen Strafzettel bekommen. Es sei denn, die Stadt hatte sich ein pechschwarzes Löschfahrzeug gekauft. Ja. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten... Okay. Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Okay. Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser... Ich habe schon mal nach einer Brechstange oder irgendwelchem Werkzeug gesucht. Nichts. Aber es sieht so aus, als hätten wir ein paar Spuren. Okay. Und hier ist dann wohl der Verdächtige. Je nachdem, was ich irgendwie finde, wird sich wahrscheinlich hier irgendwie, keine Ahnung, vervollständigen, wie der Typ aussieht. Hinweise, elegante Fußspuren. Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Er spielt immer alles komplett ab, aber man kann es nicht anhalten. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. Okay, man kann es nicht... Alles anzeigen. Man kann es nicht ab.
Verdächtige. Man kann es nicht abbrechen, das ist ja auch schon mal. Hui, was ist denn das hier noch? Ah, das sind die Optionen. Okay. Okay, der Polizist hat die jetzt wohl ein bisschen verhört. Dann quatsche ich doch nochmal mit dem. Vielleicht hat sonst noch irgendwas hier draußen entdeckt? Dieser Typ wohnt gegenüber. Er sagt, er hätte heute Nacht etwas krachen hören. Er guckte gerade aus seinem Fenster und sah, wie eine schwarze Limousine davon brauste. Okay, schwarze Limousine, das passt natürlich zu der, zum Hydranten. Und jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwo hier die schwarze Limousine, oder? Zeugenbefragung, okay. Ich frage mich jetzt, warum hier noch A und B dran steht, aber das wird sich sicherlich noch im Laufe des Spiels zeigen. So, was machen wir denn jetzt? Ja, ich könnte jetzt mal weiterfahren, denn ich glaube, da hinten geht es nicht mehr weiter. Ich kann mich hier wieder in meinen Kleider reinsetzen. Jo, machen wir doch mal. Oder war da drin noch irgendwas? Nee. Okay, ich flieg mal zum Polizeipräsidium. Ich finde diese Rendergrafik, die ist zwar nicht mehr immer so super, super hübsch, aber das ist so ein richtiger Retro-Charme, finde ich. Und die orientiert sich echt richtig stark in dem alten Film. Das ist echt cool. Okay, natürlich. Arrestzellen. Erdgeschoss. Okay. Hauptcomputer und Übungsraum. Labor. Dachgeschoss. Ja, ich würde ins Labor fahren und mal dieses Chromteil abgeben. Vielleicht könnt ihr irgendwas damit machen. Vielleicht irgendwas Neues für mich, Dino? Ich habe mich echt schon gefragt, wann sie wohl auftauchen würden, McCoy. Wir haben die Tierkadaver von Runsiders untersucht, aber viel war nicht mehr davon übrig. Knochenmark? Etwa die Hälfte war echt. Die restlichen Tiere waren Fälschungen. Also hat Runsider seine Kunden betrogen? Hochentwickelte Fälschungen. Weit besser als der Schund, den man in der Animoid-Allee sieht. Dann wurden sie also legal hergestellt. Da kommen normalerweise Qualitätsprodukte her. Profi. Was ist mit den Verletzungen? Die meisten wurden aus nächster Nähe erschossen, aber einige wurden auch brutal mit einem Messer abgeschlachtet. Das sah ganz so aus, als wäre der Täter stocksauer auf irgendwas gewesen. Fleischermesser? Möglicherweise. Aber wer schneidet heutzutage noch Fleisch? Die netten Raps, hinter denen ich her bin. Wollen mal hoffen, dass sie nächste Woche kein Beil aus meinem Rücken ziehen. Jo, fände ich auch ganz gut. Kann man hier sonst noch etwas anderes machen? Hier ist so ein Kästle, da geht nichts. Hier sind diese Plakate. Hier ist auch nichts mehr. Kann ich hier rüber gehen? Ne, das scheint echt nur der eine Screen hier zu sein. Okay. Oh, nee, da war noch was. Da war noch was. Labor. Da war doch noch ein Mülleimer mit einem grünen Pfeil, oder? Ah, nee, Mist. reingelegt, das war ich selbst. Das bin ich selber, ich kann mich ja selber anklicken. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, was es sonst noch gibt. Dachgeschoss. Aussichtsterrasse vielleicht. Okay, da ist nun mein Fahrzeug. Okay. Hauptcomputer und Übungsraum. Nach den aktuellen Zahlen des Justizministeriums hat sich die Zahl der gewalttätigen Straßenkriminalitätsdelikte im letzten Jahr Also, wenn das nicht Ray McCoy ist. Ray McCoy! Lässt sich Bryant endlich mit den großen Jungs spielen? Na klar. Ist meine offizielle Befugnis vom Sicherheitsdienst schon da? Ja. Hast du deine Knarre mitgebracht? Na, ich werde doch nicht ohne aus dem Haus gehen. Steele läuft seit 2 Wochen jeden zweiten Tag durch das Labyrinth. Und die Ziele sind inzwischen ein bisschen ramponiert. Aber Guzza wollte doch ein paar neue anfordern. Guzza habe ich seit einem Monat nicht mehr hier gesehen. Er hatte wohl viel zu tun. Armer Kerl, der ganze Papierkram macht ihn total fertig. Aber unterschätze ihn nicht, McCoy. Guzza kann ganz schön hart werden, wenn es drauf ankommt. Ich erinnere mich noch gut. Einmal, als wir damals noch bei der Sitte zusammengearbeitet haben, hat er 2 Zuhälter, die uns frech kamen, mit Aceton übergossen und ein Streichholz angezündet. Ich sag dir, das sah aus wie ein Riesenfeuerwerk. Fantastisch. Aber Probleme mit Polizeigewalt gibt es zum Glück im Jahre 2019 in L.A. keine mehr. Ja, können wir da jetzt mal üben vielleicht? Alles klar, Kumpel? Nein, in den letzten Tagen ist es ziemlich ruhig hier gewesen. Okay.
dachte, dass man da vielleicht üben kann. Kann ich sonst noch irgendwas anklicken? Hier ist ein Besen. Ah ja, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Mach die Tür auf, Jack. Naja, schaden kann's ja wohl nicht. Gegner anvisieren und beseitigen. So, jetzt könnte man miterleben, wie ich erstmal versage. Vorabschuss-Zielobjekt als feindlich bestätigen. Okay. Also ich habe jetzt hier so ein Fadenkreuz. Aber wo sind irgendwelche Zielobjekte? Aber hier passiert was. Hier kommt jemand raus. Falltür. Eine hier oben ist jemand. Oh Gott. Okay. Ja, wo? Da war's doch schon. Oh Gott. Also ich glaube, meine große Counter-Strike-Karriere, die kann ich auch vergessen, glaube ich. Okay, aber wahrscheinlich brauche ich das dann später, um die Replikanten zu erledigen. Er ist doch kugelsicher. Okay, kann man das abbrechen? Ah, ja. Okay, ich glaube, ich habe die. Und die abbrechen kann man es nicht. Ich dachte, dass ich hier raus kann. Ah, man kann hier weitergehen. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Wo kann man hin? Man kann hier rüber gehen. Okay. Oh, das ist aber auch ein bisschen grob pixelig. Passiert hier noch irgendwas? Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang und ich habe mich verlaufen hier im Spiel. Na, ich glaube, ich muss zurück wieder, hier ist nichts. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Ah, okay. Da war ich wohl ein bisschen schneller schon. Ich bin schon durch die ganzen Abschnitte durchgehetzt. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Okay. Ich habe übrigens wirklich versucht, die Anleitung Sequenz zu lesen. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Die es hier als PDF gibt, aber die ist sehr, sehr, sehr müßig. Das ist halt echt so eine 90er Jahre Computerspiele-Anleitung. Okay. Ich bin jetzt im nächsten Abschnitt. Okay, das ist echt ein bisschen langatmig. Jetzt gibt es hier diese Effekte. Und? Hier passiert gar nichts mehr. Ich schau mal, ob ich da wieder rauskomme. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Okay. Aber so wie es aussieht, geht das leider nicht. So wie es aussieht, muss man da wohl irgendwie durch. Sequenz abgeschlossen. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Ich frage mich jetzt aber, wo die nächsten Gegner sind, die man denn jetzt erschießen soll. Oder zum Üben hier. Kommt hier jetzt noch jemand? Hier ist nämlich sonst gar nichts. Man hört so dieses Zischen irgendwie, das gab es vorhin auch. Ah, jetzt.
Okay, okay. Lucky Luke, schneller als ein Schatten. Übung macht garantiert einen Meister. Aber ich sag mal so, ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich es jetzt nicht auf schwer gestellt habe. Denn das sind immer so Sequenzen, die ich echt mega anstrengend finde. Weil ich auch echt das Talent habe, dass ich dann an solchen Sachen irgendwie hängen bleibe. Aber hier geht es jetzt gerade echt ganz gut. So, aber jetzt könnte auch mal fertig sein langsam, oder? Das Spiel soll ja parallel zum Film spielen der Zeit liegen. Da bin ich mal gespannt, ob er da irgendwelche Querverweise vielleicht sieht auf den Film. Okay. Und ich frage mich, wann dieser Abschnitt abgeschlossen ist. Sequenz abgeschlossen. Yeah. Begeben Sie sich zum nächsten Abschnitt. Okay. Jetzt eine gute Frage, mein Freund. Wo ist denn der nächste Abschnitt? Ah, da hinten. Okay. Hui. Aber die haben das echt mit diesen kleinen Animationen. Das finde ich echt schön. Das haben die echt schön gemacht. Ist da schon jemand? Ah ja, da oben ist jemand. Okay. Der Klickfinger, der ist tödlich heute, sag ich mal. Ja, Mann. Es gab doch früher auch so Games, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Da hat man auch so eine Art, das war wie so eine Art Rail-Shooter, wo man auch so, wie so einen Film gesehen hat, mit so Full-Motion-Video, wo man dann, keine Ahnung, Polizist war oder so und irgendwelche Ganoven irgendwie erschießen musste mit der Maus. Kennt ihr sowas? Sagt euch das vielleicht irgendwas? Ich kann mich da auch ganz, ganz grob dran erinnern, dass ich sowas mal in den 90ern irgendwann auch mal gespielt habe. Es gab solche Versionen, wo man so eine Lightgun hatte, sowas hatte ich nie. Das gab es ja, glaube ich, auch für manche Konsolen. Gab es doch auch fürs NES oder für Super NES gab es eine Lightgun. Auch total absurd, aber echt Spaß gemacht. So, hier. Ah. Also ich würde sagen, die Replikanten, die müssen sich aber mal ganz, ganz, ganz warm anziehen. Keine Chance, keine Chance. So, jetzt, oder? Hab ich's jetzt? Nee. Okay. Noch einer. Alle Sequenzen abgeschlossen. Begeben Sie sich zum Ausgang. Danke. Und bitte mich gegebenenfalls daran erinnern, da nicht nochmal reinzugehen. Okay. Also, linke Tür, gehen wir hier nicht mehr rein. Was hat's denn hier sonst noch? Hier hat's irgendwelche Zettel. Die schaue ich mir doch mal an. Alte Aktenkopien, Notizen und Memos. Der übliche Müll einer Polizeidienststelle. Voll gut, hey. Ist hier vorne irgendwas? Oh ja, da ist auch noch was, eine Zigarette oder Lucky so. Strikes. Crystals Marke. Ich wusste, dass sie viel Zeit im Übungslabyrinth verbrachte, obwohl sie schon oft eine fast perfekte Abschussquote erzielt hatte. Ja, mein Freund, aber oft fast perfekt. Vielleicht möchtest du einfach die perfekte Abschlusscode haben. Ist hier noch was? Nee. Hier Mülleimer ist auch nichts. Hier ist was vernagelt, ist nichts. Dann müsste hier doch der Computerraum sein.
Auch geil. Polizeirevier der Zukunft. Da gibt es einen Computerraum und da ist ein so ein Cybercomputer, wo dann ein Polizist irgendwas tun kann. Mega, oder? Ob da wirklich in der Zukunft so eine krasse Technologie am Start ist, dass man sowas hat, da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ich probiere den Computer mal aus. Ein guter alter Asper. Okay. Hallo Computer. Ja, der macht erstmal gar nichts, oder? Gibt es denn hier noch an Bedienelementen? Knöpfle, hier ist auch nichts mehr. Okay. Vielleicht braucht man da später erstmal. Warte mal, auf was für Datenträgern speichert man da seine Daten? Das werden keine irgendwie Chips oder so sein oder so USB-Sticks, das glaube ich nicht. In solchen Spielen ist es immer eine transparente Scheibe. Das ist doch, glaube ich, auch bei Star Trek gibt es da auch so transparente Scheiben, auf denen Daten gespeichert werden. In der Zukunft werden Daten immer nur auf transparenten Scheiben gespeichert. Und das ist hier garantiert. So, wir brauchen eine Data Disk oder sowas. Okay. Was gibt's denn hier sonst noch? Ah, übertrage noch persönliche Hinweisdatenbank. Oh. Holodisk natürlich. Ja, genau, Spielfilme. Hinweisdatenbank. Hinweisdatenbankübertragung abgeschlossen. Ja, geil. Ich schau mir mal kurz meine Hinweisdatenbankübertragung an. Das ist das hier. Strafbestände. Ah, okay, ich kann hier auch nach dem Strafbestand. Tür aufgebrochen, Zeugenbefragung. Aber auf den ersten Blick würde ich sagen. Was gibt's denn hier noch? Notizen vom Tatort? Hier spricht Crystal Steel, Dienstnummer BR61354. Ich arbeite noch an der Explosion in der Tyrell-Fabrikanlage. Es wird noch ein oder zwei Tage dauern, die Trümmer zu untersuchen, aber für mich besteht kein Zweifel, dass wir es hier mit einem Bombenleger zu tun haben. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob die Demonstranten etwas damit zu tun hatten. Sie hielten sich zu sehr in der Nähe auf, um daran beteiligt zu sein. Bisher noch kein Modus operandi und keine Identifizierung. Ich durchsuche auch noch die Herstellungsdaten, um zu checken, ob noch irgendwelche Replikanten vermisst werden, die Sprengstoffexperten sind. Okay, ich schaue mir mal die zwei Aussagen noch kurz an zu dem Bombenanschlag, weil die wurden, glaube ich, jetzt gerade echt übertragen. Hier spricht Crystal Steel, Dienstnummer BR61354. Verantwortliche bei der Vernehmung von Cash Gregorian, Anführer von Cars. Bürger gegen die Replikantensklaverei, 22. November 2019. Ich bitte nochmal darum, meinen Anwalt... Halten Sie die Klappe. Ich stelle hier die Fragen. Wir haben Sie schon an die Maschine angeschlossen, also wissen wir, dass Sie kein Hautjob sind. Diesen Ausdruck finde ich beleidigend. Okay, dann sind Sie eben keiner von diesen biomechanischen Scheißkerlen. Und Sie behaupten nichts von dem Bombenattentat bei Tyrell zu wissen. Das stimmt. Wir treten ein für die Gleichberechtigung der Replikanten vor dem Gesetz. Wir haben nichts gegen die Tyrell Corporation oder die Herstellung von Replikanten. Das ist aber eine merkwürdige Logik. Die Replikanten sind lebende Organismen, ob es Leuten wie Ihnen passt oder nicht. Die Replikanten tragen viel zum Wohlstand unserer Kultur bei. Sie dürfen nicht so missachtet werden als... Ach, mich würde es nicht jucken, wenn jeder einzelne von Ihnen krepieren würde. Schon mal diesen Typen gesehen? Doch, ja, das habe ich tatsächlich. Er war bei der Demonstration. Er ist nicht Mitglied bei uns, aber Außenstehende sind fast immer willkommen. Wie viele neue Gesichter sind an diesem Tag aufgetaucht? Nicht sehr viele. Okay. Höchstens eine Handvoll. Beschreiben Sie sie mir. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ach nein, Aufnahmepause. Also es ist auf jeden Fall ein dialoglastiges Spiel, würde ich sagen. Kurz mal durchatmen und dann gibt's mal noch kurz die... Reste der Aussage nach der Aufnahmepause. Beschreiben Sie sie mir nochmal. Es waren nur dieser Rastafari und sein Freund, ein schlanker, blonder Mann, ein Asiat mit Pferdeschwanz. Darf ich meinen Anwalt sehen? Bravo, Cash. Sie haben Ihre Bürgerpflicht für heute erfüllt. Okidoki. Also hundertprozentig verstanden habe ich alles immer noch nicht. Aber ich schaue mir nochmal die restlichen Hinweise kurz an. Es gibt hier noch ein Essstäbchen Papier. Gab's das vorhin schon? Kann ich mich nicht dran erinnern. Howie Lee's in Chinatown. Ich hatte auch schon mal da gegessen. Okay. Dann gibt's... Die meisten wurden aus nächster Nähe erschossen, aber einige wurden auch brutal mit einem Messer abgeschlachtet. Das sah ganz so aus, als wäre der Täter stocksauer auf irgendwas gewesen. Das hat er doch gerade eben gesagt. Dieser Typ wohnt gegenüber. Er sagt, er hätte heute Nacht etwas krachen hören. Er guckte gerade aus seinem Fenster und sah, wie eine schwarze Limousine davon brauste. Okay, ich glaube, das waren dann erstmal alle Hinweise. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall so eine Holodisk. Ich finde das Wort geil, genau. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall.
Aber bevor wir woanders hingehen, würde ich mir hier nochmal den Rest vom Polizeirevier anschauen. Was haben wir denn alles schon? Ganz oben haben wir geplant. Dachgeschoss. Labor. Waren wir schon? Hauptcomputer und Übungsraum. Erdgeschoss. Ja? Erdgeschoss waren wir nicht. Okay, wo bin ich denn? Hier bin ich. Richtig. Okay, was gibt's denn alles? Da. Hier vorne kann ich irgendwo hin. Wahrscheinlich, keine Ahnung, raus aus dem Revier. Gibt's hier in der Mitte noch irgendwas? Nee, da gibt's nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehe ich mal da unten rein. Ist so geil, wie der rennt. Das ist so geil, oder? Der hat nur zwei Geschwindigkeiten. Entweder ich stehe oder ich sprinte. Ist einfach ein binärer Typ. Diese Kamerafahrt, geil. Okay. Bryant ist permanent beurlaubt und Sie übernehmen sein Büro, oder wie ist das, Lieutenant? Sie kennen ja die Prozedur. Geben Sie alles oben in den Großrechner ein und ich lese es dann später. In Ordnung. Okay. Das erklärt es wahrscheinlich, für was der Großrechner Entschuldigen Sie die Störung, Lieutenant. Ich wollte mich nur melden. Na, dann machen Sie sich wieder an die Arbeit. Diese Reps ziehen sich nicht von allein aus dem Verkehr. Tja, zum Selbstmord neigende Ziele würden mir die Arbeit sehr viel erleichtern. Jeder hat seine Aufgabe, Kleine. Ja. Okay, man muss echt aufpassen, was man anklickt, denn die fangen einfach ganz viel an zu reden und man kann es wohl nicht wirklich überspringen. Gibt's hier beim Boss noch irgendwas anderes? Nee, gibt nichts. Okay, also, Boss, du hörst von mir. Ich sprinte jetzt erstmal ganz dahinter. Okay, Untergeschoss waren die Gefängniszellen, gell? Da waren wir ja auch noch nicht. Arrestzellen. Mal schauen, was für Schufte da eingesperrt sind. Oh, der sieht ja ganz schön schuftig aus, der Typ. Wird man mich freilassen? Nee. Ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Wie es aussieht, bin ich an der Reihe, mich für die Sache zu opfern. Hallo, Polizist. Hey, Mann! Würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal hier durch am Polizeirevier. Ab aufs Dach. Und zum nächsten Schauplatz rüber. Was haben wir denn jetzt noch? Also. Oh, da gibt's was Neues. Hm? Chinatown. Tierhandlung. McCoys Apartment, das ist mein eigenes Apartment, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ja, ich würde mir mal Chinatown anschauen. Yeah! Sag mal, dieses LA im Jahr 2019 ist halt nichts für Leute, die unter dem Echtes Sushi. Ein Luxus, den sich nur noch die Elite leisten konnte. Da die meisten Meeresorganismen seit dem Dritten Weltkrieg strahlenverseucht waren. Wir Restlichen mussten New Sooch essen, eine Mischung aus Soja und Außenweltalgen. Oh, lecker, hä? Außenweltalgen. Geil. McCoy, LPD. Ich will Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Tut mir leid, alter Junge. Ich habe einfach keine Zeit. Ich nach hinten noch was zusammenmischen. Okay, wen haben wir denn sonst noch? Den Koch kann ich quasi. Ein wunderschöner Abend, nicht? Wenn Geschäft tut, Abend immer wunderschön. Ich kann das. Ah, das ist immer wieder gut zu merken, wenn man auf sich selber reinfällt, gell? Das ist schwierig hier, den richtigen Pixel zu erwischen. Die Frage ist, wollen wir uns wirklich die Küche anschauen, wenn hier mit Außenweltalgen gearbeitet wird? Ich bin nicht so ganz sicher. Howie meint, Sie wären ein Meisterkoch. Sieh nicht hier rein. Luft schlecht. Dauert nur eine Minute. Ich suche ein Mädchen, etwa 14 Jahre alt, mit rosarotem Haar. Haben Sie sie gesehen? Ich kenne sie nicht. Ja, wir können sie kennenlernen. Gehen Sie nicht weg.
Vielleicht muss ich später nochmal mit Ihnen reden. Okay, also dann geht's hier nicht weiter. Und hier gibt's erstmal auch nichts. Dü-dü-dü. Okay, dann gehe ich da raus. Und da es hier ja erstmal nichts mehr gibt, würde ich mal weiterfahren und mir mal einen anderen Schauplatz anschauen. Ich glaube, ich würde noch mal gern zum Tatort zurück. Vielleicht haben wir da irgendwas doch noch übersehen. Oder wir können da vielleicht jetzt noch mal mit jemandem quatschen, der uns einen neuen Hinweis gibt. Bam! Oh! Also, so weitere Erkenntnis, die Orte verändern sich. Das ist die ganze Menschenmenge ist nicht mehr da. So, was gibt's denn hier? Gibt's hier auf dem Boden irgendwas Neues? Nö. Ich gehe noch rein. Okay. Eine Überwachungskamera. Es wäre ein Wunder, wenn sie was aufgezeichnet hätte, bevor sie zerschossen wurde. Okay, aber das wäre cool. Frage wäre natürlich jetzt, wo bekommen wir die Dings her? Wo bekommen wir denn die Aufzeichnung von der Überwachungskamera her? Eine Überwachungskamera. Es wäre ein Wunder, wenn sie was aufgezeichnet hätte, bevor sie zerschossen wurde. Gibt's hier nicht noch irgendwie ein Hinterzimmer oder irgendwas? Das ist die Orientierung. Die finde ich ein bisschen schwierig. Hier ist doch irgendwas, oder? Also das ist doch so, das sieht doch aus wie so eine Art Vorhang. Oder? Wo man irgendwie durch kann. Nee, anscheinend aber nicht. Hat er vielleicht in seinem Umhang schon jetzt irgendwie über eine Aufzeichnung oder sowas? Ne, das ist nichts, oder? Essensstäbchen. Verdächtige, da ist auch nichts. Also so hundertprozentig stecke ich noch nicht drin. Nee, da ist aber auf jeden Fall nichts. Okay, aber das sieht doch aus wie ein kleiner Durchgang, aber es ist keiner. Da ist keine blaue Maus. Ich kann hier auf die rechte Seite kann ich auch nicht. Und hier vielleicht links, dass es ein bisschen weiter scrollt, auch nicht. Okay, aber ich habe rausgefunden, wie man schießen kann. Geil, Rechtsklick. Aber ich kann es wohl auch nicht runterschießen. Tja, jetzt bin ich am Überlegen. Da ist eine Videokamera, da ist eine Überwachungskamera. Das muss dann möglich sein, irgendwo herauszufinden, ob es da nicht irgendwie eine Disc gibt, wo man sich das anschauen kann. Ein Recorder. Und ich hätte echt gedacht, dass der Recorder vielleicht irgendwo da hinten ist. Aber es geht nirgends rein. Okay. Ja, dann in dem Fall müssen wir dann wohl doch weiter. Da ist auch nichts mehr. Ja, es geht nur hier runter. Hier in der Seite, da geht es auch nirgends mehr hin, oder? Diesen Hydranten, den haben wir vorhin schon angeschaut. Die Mülltonne haben wir vorhin angeschaut. Da hinten ist noch irgendwas. Ah, nee. Klassiker, hä? Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich fahre mal in mein Apartment, da war ich nämlich noch nicht. Ihres Stockwerks bitte. Apartments. McCoy, 88F. 88. Danke.
Ich wohnte jetzt mit dem besten Mädchen zusammen, das ich je gekannt hatte. Sie war genau 2 Jahre alt und voller Lebenskraft und Liebe. Sie hatte mich zwar fast ein Jahresgehalt gekostet, aber sie war es wert. Es war ein schönes Gefühl, nach getaner Drecksarbeit einen warmen Körper neben sich zu spüren. Und die Prämie, die ich in diesem Fall fürs aus dem Verkehr ziehen kassieren werde, wird dazu beitragen, einen Partner für sie zu kaufen. Okay, Tiere haben da wohl wirklich eine sehr, sehr, sehr große Bedeutung. Also wenn du ein Jahresgehalt in so einen Hund investierst, auch wenn der richtig toll ist und so weiter, das ist schon ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. So. Ja, okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben den Hund. Müssen wir ganz kurz mal kraulen, denke ich, oder? Ja, macht er irgendwas? Er macht. Wer ist der beste Hund auf der ganzen Welt? Du bist der beste Hund. Ja, ja. Okay, was gibt's denn hier noch? Die Küche, Küchentresen. Hier, bitte, mein Mädchen, Futterzeit. Okay, was haben wir denn hier für uns? Zu doof für dieses Gerät. Ich kann hier halt gar nichts machen. Ich klicke hier echt überall drauf. Das Einzige, was halt passiert, ist der X-Button da unten. Da kann ich das ganze Ding beenden. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich irgend so eine Holodisk, ein Modul, irgendwas, was ich irgendwo vielleicht einen Schlitz hier reinstecken kann. Asper. Okay, was gibt's denn hier sonst noch? Hinter. Okidoki, okidoki. Da ist ein ordentlicher Ventilator am Start. Was haben wir denn sonst hier vorne? Irgendwie, keine Ahnung, Mundwasser, ein Buch, Ventilator. Ja, hier ist ein Tagebuch. Porträt eines Mannes mit Schlafdefizit. Okay, was war das, hey? Ich schaue mir das Buch an und ich komme da hinten raus. Wow, das ist ein Mystery-Spiel. Porträt eines Mannes mit Schlafdefizit. Okay, es ist ein Gag. Das ist wirklich Magie. Okay, was gibt's Nach hier? Nach den aktuellen Zahlen des Justizministeriums hat sich die Zahl der gewalttätigen Straßenkriminalitätsdelikte im letzten Jahr um schwindelerregende 26% erhöht. Gouverneur Kollwig führt den Anstieg auf die dramatische Zunahme der Zahl der Sonderfälle zurück, die als Einwohner der Stadt registriert sind, und versprach die Einführung härterer Bedingungen bei den Zuwanderungsgesetzen der Stadt innerhalb der nächsten 6 Monate. Okay, hier geht's nochmal weiter. Okay, hier ist ein Balkon. Okay, ich kann meine Knarre ziehen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Was ist hier, das Bad wahrscheinlich? Ja, das ist gut. Okay, hier ist noch irgendwas. Keine neuen Nachrichten. Tja, ich bin äußerst begehrt. So ist es begehrt. Okay, aber ich glaube sonst gibt es hier nichts mehr. Und hier ist auch sonst nichts mehr, oder? Hier ist die Couch. Hier ist dieser komische Computer, den man von irgendwas tun kann. Hier ist noch ein kleiner Kasten. Hier, bitte, mein Mädchen, Futterzeit. Okay, das ist auch nochmal Futter für die Kleine hier. Okay, das ist alles Futter. Hier, bitte, mein Mädchen, Futterzeit. Ich würde aber sagen, ansonsten gibt es erstmal nichts hier vorne zu entdecken. Die Nummer Ihres Stockwerks, bitte. Dachgeschoss. Oh, da gab es noch eine Taste ganz unten. Das
wäre vielleicht nochmal was. Gibt's ja noch die Lobby Nummer ihres so. Stockwerks, bitte. Okay, was gibt's denn hier noch? Also die Ausbeute ist hier nicht so groß, was Hotspots angeht. Ne, hier kannst du gar nichts anklicken. Die Nummer ihres Stockwerks, bitte. Ganz nach oben, bitte. Und ab in den Gleiter. Immer weiter. So, würde ich mal sagen, ich drehe vielleicht echt nochmal eine Runde kurz. Hier war Chinatown, aber nicht so viel. Hier war die Tierhandlung. Hier ist das Polizeirevier. Vielleicht habe ich jetzt irgendwelche neuen Informationen, die ich in den Computer reinstecken kann. Ansonsten könnte ich natürlich auch in der Anleitung mal schauen, ob da was für den Computer drin ist. So, hier ist nichts, oder? Und Labor. Labor. Hauptcomputer und Übungsraum. Da will ich mir den Hauptcomputer nochmal anschauen. Okay. Übertrage persönliche Hinweisdatenbank. Lade Mainframe Hinweisdatenbank. Hinweisdatenbank Übertragung abgeschlossen. So, Sekündchen. Ich mach mir mal ganz kurz parallel das Handbuch nochmal auf. Hinweisdatenbank abgeschlossen, also die Übertragung. Okay. Gibt's hier was Neues? Ja, es gibt was Neues und zwar Süßigkeiten. Okay, es passiert aber gar nichts, wenn ich draufklicke. Okay. Gibt's hier irgendwas Neues? Nein. Hier gibt's auch nichts Neues. Und ansonsten. Okay, hier kann ich vor und zurück und hier kann ich das ganze Ding nochmal schließen. Was kann man hier wohl tun, hey? Was kann man hier nur tun? Also, damit ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wird, habe ich mir hier mal kurz parallel die Anleitung von GOG kurz mal aufgemacht. Und hier gibt es einen Abschnitt Asper. Das ist ja unser Computer hier. Und da blätter ich jetzt mal ganz kurz hin. Seite 18 hier. Asper, genau. Der Asper ist ein Analysegerät für Fotografien, das es erlaubt, ein Bild auf der Suche nach Hinweisen genauestens unter die Lupe zu nehmen. Ah, okay, das ist quasi auch dieses Fotoanalysesystem aus dem Film. So schnell habe ich es gar nicht geschalten. Die verfügbaren Bilder erscheinen, nehmen wir mal. Es gibt im Spiel zwei, einen Satz übersprungen, okay. Wenn Ihnen eine Fotografie in die Hände fällt, wird sie im KIA zur späteren Analyse gespeichert. Es gibt im Spiel zwei Aspers, einen im Computerraum des Hauptquartiers, den anderen in McCoys Apartment. Klicken Sie den Asper an, die verfügbaren Bilder erscheinen nun und Sie können das zu analysierende Bild auswählen. Danach können Sie einen Ausschnitt des Bildes wählen. Okay, das heißt, wir können hier irgendwo Bilder finden und wenn wir diese Bilder gefunden haben, dann können wir die analysieren im Asper. Okay, das ist doch schon mal ein ganz guter Hinweis. Bedeutet jetzt, wir haben aber noch gar keine Bilder. Deswegen schließe ich das Ganze nochmal und
Wenn ich jetzt schon mal hier bin im Polizeirevier, dann würde ich aber noch ganz kurz vielleicht im Labor vorbeischauen. War das hier vorne direkt das Labor? Und mal gucken, ob es neue Hinweise vielleicht vom Labor gibt. Alles klar, Kumpel? Hey, nein, Kumpel. In den letzten Tagen ist es ziemlich ruhig hier gewesen. Also, es ist schlecht, wenn es so ruhig ist. Okay. Tja, wir brauchen Bilder. Wo kriegen wir jetzt ein Foto her? Dachgeschoss. Was ja jetzt noch nicht so super ergiebig war, neben dem Apartment, war ja Chinatown. Da will ich nochmal hinfliegen. Also dieses Gerät, das McCoy hier hat, dieses Kia, das ist das COM Interconnect Datenassistent. Ganz geläufige Abkürzung. Okay, was haben wir denn hier alles noch? Sie sehen wie ein ziemlich cleverer Bursche aus. Wollen Sie ein bisschen Geld verdienen? Wenn Sie gut zahlen, haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Kommt drauf an, was die Information wert ist. Leider, alter Junge, muss ich los. Fabelhaftes Essen, alter Mann! Bis dann! Okay. Ist jetzt vielleicht irgendwas, was der Typ vergessen hat oder so? Nee. Dieses Papier stammt von Ihrem Lokal, nicht wahr? Könnte sein. Die Essstäbchen stammen von Yoshis Gaststättenbedarf. Seit wann arbeitet dieser Koch für Sie? Suben? Erst seit einem Monat. Erstklassiger Koch, kann zubereiten alle möglichen Sorten Yusuch. Was ist heute Abend richtig frisch? Eine frische Lieferung von Toro ist gerade angekommen. Für Sie mache ich sofort eine Portion, für sonst niemanden. Absolut einwandfrei. Ja, bitte. Sie sind ein Fürst, Howie. Okay, also wir können öfter mit den Leuten quatschen und ich finde es ein bisschen nervig, dass man auf sich selber klickt, um das Menü zu öffnen. Nein. Also wir können öfter mit denen quatschen. Bis später, Howie. Kriegen was Unterschiedliches. Okay, bis später. Hier kann ich hinten rein, okay. Hier kann ich in meine Karre rein. Was sonst? Hier ist immer nur noch der Koch. Ich möchte, dass Sie sich einem Test unterziehen. Dauert nicht lange. Test? Was für Test? Oh, der wollte eine Art Persönlichkeitstest. Rein routinemäßig. Routinemäßig? Hm? Ja, Mann, du bist fällig. Okay, wo ist McCoy? Ah, ich glaube, wir haben den ersten Replikanten entdeckt. Der hat zu gut gekocht. Okay, war das jetzt mein Koch schon? Oder habe ich jetzt aus Versehen jemanden erschossen? Ah! Er war bloß ein alter Penner, nicht Howies Koch. Auf gar keinen Fall ein Replikant. Ich hatte es ganz einfach vermasselt. Wenn ich mich aus der Sache ziehen wollte, musste ich es Guzza erzählen. Und zwar je eher, desto besser. Ach Gott, scheiße. Jetzt habe ich außer sie jemanden... Ich wusste, dass das, was ich tat, nicht richtig war. Aber ich hatte keine Zeit, mich im Polizeipräsidium einer Vernehmung zu unterziehen. Außerdem verschwanden jeden Tag Obdachlose in dieser Stadt und niemand vermisste sie. Ach Gott, ist das ein schwieriges Spiel, hey. Ich finde es moralisch echt ganz schön doof, hey, dass man solche Sachen da machen kann. Die Leiche war noch da. Ich wusste nicht, wann in diesem Viertel die Müllabfuhr kam, aber ich hoffte, es würde bald sein. Oh Gott, jetzt fühle ich mich echt schlecht. Aber hey, 2019 L.A. Hi Chrissy, grüß dich. Ich habe gerade aus Versehen Unschuldigen ermordet. Bäh. Das haben die mit Absicht so gemacht, die Schweine, hä? Hey.
Abgeschlossen. Nein. Abgeschlossen. Immer noch abgeschlossen, ja. Okay, wo geht's weiter? Hier geht's nirgends weiter, hm? Ja, Christian, der moralische Kompass hat mir einfach gefehlt. Jetzt habe ich den Obdachlosen erschossen. Völlig uninteressant. Der verdammte Killer ist weg. Völlig uninteressant. Ja, muss echt auf mich aufpassen, Christian. Du siehst, was hier passiert. Okay, da, hier ist nicht. Okay, ich hab's vermasselt. Der Koch ist weg. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas, was ich einfach mal einstecken kann? Hier unten blinkt irgendwas, aber das ist nicht so gut. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, hier ist sonst auch nichts. Mit dem guten Essen wird's jetzt ein bisschen schwierig, sorry. Bis später, Howie. Okay. Wir fahren nochmal in meine Bude, vielleicht ist da jetzt irgendwas. Irgendeine Nachricht oder sowas. Aber ich frage mich jetzt schon, wo dieser blöde Koch hin ist. Was ist denn das? Oh, verdammt. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn erwischt. Das ist ganz schön brutal, das Spiel. Okay, da kommt noch jemand. Es geht das Gerücht, dass du dir deine Streifen verdienst, McCoy. Ja, das ist das Blade Runner von 1997. Ich arbeite dran. Weiter so. Vielleicht hast du noch eine Zukunft in dieser Branche. Wie ich gehört habe, sollen die Bonuszahlungen fantastisch sein. Hast du den Typen getestet, bevor du ihn aus dem Verkehr gezogen hast? War nicht nötig. Darum nennt man es Bauchgefühl. Langsam verstehe ich. Wenn du je einen Menschen aus dem Verkehr ziehst, ist es mit deiner Karriere vorbei? Vergiss das nicht. Ich habe bei der UNR nachgeforscht. Es sieht so aus, als ob deine Reps für das Massaker im Mondbus verantwortlich waren. Hat man den Mondbus je gefunden? Hat sich in Luft aufgelöst. Bryant glaubt, er ist draußen im Kippel runtergegangen. Um wie viele Reps handelt es sich? Genug. Es sind Nexus 6er, also warte nicht zu lange. Hab verstanden. Die guten Nexus 6er. Es ist in der Tat kein 18er-Spiel, es ist ein 16er-Spiel. Zumindest war es 97 ein FSK-16-Spiel. So, kann ich mir den Typ jetzt anschauen irgendwie? Ja. Okay, ich düse es mal aufs Polizeirevier. Main Story 8 Stunden. Aber für den 8 Stunden brauchst du, glaube ich, 4 Stunden nur für den Mauszeiger-Battle hier. Okay, Police Revier war hier, oder? Ja.
Areszell, Erdgeschoss. Ich würde mal zum Chef direkt fahren. Chef, ich habe ein kleines Problem. Bryant ist permanent beurlaubt und Sie übernehmen sein Büro, oder wie ist das, Lieutenant? Sie würden staunen, wie entgegenkommend ein Mann sein kann, nachdem seine Hämorrhoiden entfernt wurden. Sie haben die Männer hier richtig überrascht, Kleiner. Gav meinte, Sie hätten diesen Rap wie ein alter Profi aus dem Verkehr gezogen. Ich mache nur meinen Job. Ja, ja, schon gut. Nicht wieder diese Tour. Diese Sechser können verdammt unberechenbar sein. Das weiß ich allerdings. Aber ich bin stolz auf Sie, McCoy. Nehmen Sie sich doch den Rest des Tages frei. Danke. Die Finanzabteilung überweist in diesem Augenblick den Vorschuss auf Ihr Konto. Wie viel? Ein paar hundert Chinyen. Genug, um sich das ein oder andere Sandwich zu kaufen. Den Rest kriegen Sie erst, wenn das Labor mit der Autopsie fertig ist. Papierkram, naja, Sie wissen schon. Dürfte nicht länger als ein paar Tage dauern. Ist der Scheck in der Post? Hey, keine Sorge. Die Jungs von der Chefetage wollen, dass unsere Männer auf der Straße zufrieden sind. Schon mal drüber nachgedacht, was sie damit kaufen wollen? Ich dachte, vielleicht einen Kameraden für mein Haustier. Vergessen Sie es. Kaufen Sie etwas für sich? Etwas Leckeres. Wenn du erst mal richtigen Speck gegessen hast, verlierst du nie mehr diesen Geschmack. Die guten Dinge im Leben, glauben Sie mir, Sie kriegen immer mehr Appetit darauf. Okay. Ah, also, dann laufe ich mal weiter. Polizeirevier, wie sieht's denn aus mit meinen... Ja, Spielpille, dann ich wünsche dir schönen Abend, gell? Musst du morgen früh raus? Hast du einen frühen Wecker, der morgen klingelt? Schon was rausgekriegt? Nichts, was Sie interessieren würde, Detective. So, habe ich jetzt vielleicht irgendwelche neuen Beweise oder Hinweise? Yeah! Oh, kurz vor 5 ist echt fies. Ja, du, dann mal, ich hoffe, du kannst gut schlafen. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, aber ich komme hier aus Süddeutschland, aus Karlsruhe. Und bei uns ist es unglaublich heiß heute. Und ich habe heute echt den ganzen Tag mich dahin gesiecht. Und für morgen wurden hier 38 Grad angekündigt. Also ich glaube, morgens kurz vor 5 ist noch ganz okay. Aber so ab halb 8 ist halt echt brutal irgendwie bei uns. Also, schlaf gut, ne? So, ich habe hier noch zwei Hinweise, die schauen wir mal an. Seit wann arbeitet dieser Koch für Sie? Suben? Erst seit einem Monat. Erstklassiger Koch, kann zubereiten, alle möglichen Sorten Yusuch. Okay. Und dann gibt's noch Informationen von Gav. Ich habe bei der UNR nachgeforscht. Es sieht so aus, als ob deine Reps für das Massaker im Mondbus verantwortlich waren. Hat man den Mondbus je gefunden? Hat sich in Luft aufgelöst. Brian glaubt, er ist draußen im Kippel runtergegangen. Okay. Dann... So geil, wie der immer sprintet die ganze Zeit. Okay, hopp, 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 hopp. Okay. Dachgeschoss, Labor. Dachgeschoss. Also ins Dachgeschoss. Gibt es vielleicht eine neue Location, die ich besuchen kann? Das wäre ja ganz cool. Hey, es gibt keine neue Location. Also, vielleicht, was haben wir gelernt bis jetzt? Diese ganzen Locations, die verändern sich immer mal. Es gibt Leute, die anders sind oder so. Deswegen, wir haben nur 4 Locations, deswegen will ich nochmal zur Tierhandlung fliegen. Okay. Auf den ersten Blick sieht hier alles wie immer aus. Da ist nichts mehr rauszuholen. Da ist nichts rauszuholen. Nein.
Und hier blinkt immer noch die Kamera und ich... Eine Überwachungskamera. Es wäre ein Wunder, wenn sie was aufgezeichnet hätte, bevor sie zerschossen wurde. Ja, kann ich da vielleicht drauf schießen. Okay, aber sonst gibt's hier echt... Ja, ihr seht doch auch, dass da hinten noch eine Tür ist, oder? Okay. Aber was wäre, wenn sich hier irgendwo so ein ganz kleiner Pixel versteckt, den man nicht sieht? Ein Pixel wie beispielsweise in Indiana Jones 4, wenn man diesen Generator-Pixel sucht, um es ein bisschen heller zu machen. Nee, aber hier ist nichts. Nicht auf den ersten Blick. Okay, dann fliege ich mal nach Chinatown und schau mal, was es da gibt. Ich weiß es nicht, aber ich bin neugierig. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Vielleicht ist der Müll jetzt abgeholt worden. Aber hier sieht es immer noch, ja, würde sagen, ganz normal aus. Hier läuft McCoy, LPD. Der Generatorpixel. Ja, kennst du noch, Christian? War die Hölle, oder? Also es war ja echt... Nehmen Sie irgendwelche Drogen? Es war ja wirklich an der Grenze des Machbaren. Okay, es muss doch hier irgendwas geben von diesem verdammten Koch. Der muss doch irgendwas hier liegen haben. Aber im besten Willen, ich entdecke hier nichts. Diese Flasche sieht aus, aber nee, kannst du ja nicht anfassen. Hier ist gar nichts. Okay, hat er auf seiner Flucht vielleicht was verloren? Eine Pistole oder irgendwas? Der Typ ist ja hier raus. Okay, hier geht's nur rein. Und, da geht's hinter, okay. Aber geht's davor irgendwo hin? Nö. Also, der ist dahinter. Bam. Dreheffekt. Bam. Die Leiche war verschwunden, aber der Müll war noch da. Ich hatte es vermasselt, und zwar gründlich. Aber vielleicht konnte ich die Sache doch noch irgendwie zurechtrücken. Die Leiche war verschwunden, aber der Müll war noch da. Ich hatte es vermasselt, und zwar gründlich. Ja. Aber vielleicht konnte ich die Sache doch noch irgendwie zurechtrücken. Okay. Die Frage ist natürlich wie, gell? Da komme ich her. Hier ist der große Mülleimer. Hier ist, keine Ahnung, welche Schläuche und so. Da drin war aber auch nichts. Oh, da ist jemand. Ah, okay. Völlig uninteressant. Da war doch vorhin aber zu, oder? Diese Tür. Ja. Also hier war vorhin definitiv irgendwie zu. Okay, dann ist der Typ da vorhin abgehauen wahrscheinlich, ist hier durchgerannt, der Koch. Ray McCoy, Rap Detect. Interessiert halt gar niemanden, was der McCoy da erzählt. Ah, warte mal. Ja, das ist halt echt tricky, dass du jedes Mal, wenn du hier auf Pixelsuche bist und in die Nähe von McCoy kommst, dann blinkt natürlich immer der Mauszeiger grün. Jetzt kommen wir wieder zum Imbiss. Hm? Okay. Vermutlich ist er dann einfach so von so geflüchtet. Bis später, Howie. Okay, Howie. Also komm, ein kleines Weiterkommen finde ich noch ganz cool. Ich fliege jetzt nochmal ins Apartment und ich schaue, ob es da vielleicht, keine Ahnung, Hinweise gibt. Es gab doch dieses eine Kommunikationsgerät, vielleicht ist da noch irgendwas passiert. Die haben jetzt auch die Leiche weggeschafft hier von dem Replikanten. Okay. Und was ist denn das da auf der rechten Seite? Ist das eine Art Wohnwagen, der hier blinkt? Ja, aber... kein Hotspot. Okay.
Nummer Ihres Stockwerks, bitte. Stockwerk, bitte. Apartments. McCoy, 88F. 88. Danke. Das ist schon geil, oder? 88 Stockwerke. Darfst du keine Höhenangst haben. Okay. Naja, wir haben den Hund hier. Aber beim Esper auch keine Bilder jetzt, oder? Ich habe nichts gefunden. Okay. Ne, keine Bilder. Okay. Dieses Kommunikationsteil war doch da im Schlafzimmer irgendwo. Hier. Okay. Er geht ganz selbstbewusst auf. Subin war der erste Nexus-6er, dem ich je begegnet bin. Es war etwas in seinem Blick. Ein beinahe menschliches Verlangen nach Leben. Die meisten der Dreier, Vierer und Fünfer, die ich getroffen hatte, haben einfach sofort aufgegeben, wenn man sie erwischt hatte. Aber diese Sechser, die hatten echt mehr drauf. Okay. Es ist damit irgendwie so eine Art Kapitel, das abgeschlossen ist. Keine neuen Nachrichten. Tja, ich bin äußerst begehrt. Porträt eines Mannes mit Schlafdefizit. Okay, haben wir schon vorhin gesehen. Ah, okay. Scheint wirklich so eine Art. Hier ist der Lieferservice, Mann. Was? Kingston Kitchen. Ach ja, richtig. Augenblick. Hey, ist das hier die Schwerkraft auf dem Mars? Oh nein. Es ist ungefähr ein Drittel der normalen Schwerkraft auf der Erde. Sehr erquickend. Seien Sie doch so freundlich und drehen mal an dem Regler da. Der Schwerkraftregler? Okay. Bitte, kannst du deine Ratte nicht mal zurückpfeifen? Na, jetzt hören Sie aber mal auf. Ricky ist ein reinrassiger Chihuahua und auch noch völlig echt. Und? Läuft alles rund in der Tyrell Corporation? Ach, langweilig, furchtbar langweilig. Der alte Tyrell führt sich neuerdings wie Wagner auf. Er hört einfach nicht mehr auf zu reden. Arbeitest du manchmal auch woanders? Süßer, ich gehe niemals nach draußen. Ist schlecht für meine Drüsen. Was ist mit den Nexus 6ern? Sag mir, was du über sie weißt. Die sollten jetzt lieber gehen, denke ich. Jetzt pass mal gut auf. Die Sache ist absolut wichtig für mich, Mann. Was weißt du über das Forschungsprojekt Nexus 6? Testergebnisse, Studien, Kontakte, alles. Nur Simulationen, extraterrestrische Gravitation. In einer Minute wirst du diesen Sprengstoff runtergeschluckt haben. In genau 3 Minuten können sie dich von den Wänden am anderen Ende der Stadt abkratzen. Oh nein, ich schwöre, Alter. Ich weiß gar nichts. Wenn ich was wüsste, würde ich es sagen. Meine Leute sind krank und sterben. Los, rede verdammt nochmal. Fragen Sie, Dr. Tyrell. Ich will was Neues hören, kapiert? Die Organdesigner, Morachi, Hannibal Chu, Luther und Lance, sie alle wissen viel mehr als ich. Wo? DNA-Gasse. Sie alle arbeiten drüben in der DNA-Gasse. Klar, wo arbeiten diese ganzen DNA-Designer sonst, dein wenn ich in der Anblick DNA-Gasse... Dein Anblick ist wirklich zum Abkotzen, Mann. Nein! Nein, bitte nicht! Okay, wow. Verbinden. Das Telefon. Hoffentlich sind Sie nicht bei einer Flasche Tequila eingepennt. Sehr witzig. Morgenstund hat Gold im Mund, McCoy. Keine Sorge, ich bin wach, Lieutenant. Was gibt's? Einer von Tyrells Angestellten wurde in Stücke zerfetzt und seine Reste kleben jetzt am Marmor der Innendekoration des Tyrell-Gebäudes. War es nicht drinnen? Genau. Aber wir hatten Riesenglück. Tyrells Überwachungskameras haben das Ganze aufgezeichnet. Wunderbar. Wie viele Täter? Nur einer. Keine Ahnung, ob die Sache mit der Runsider-Geschichte in Verbindung steht oder nicht. Tyrells Sicherheitsdienst gibt ihnen die Aufzeichnung, wenn sie dort ankommen. Sauber bleiben, Killer. Okay, damit würde ich sagen, können wir wahrscheinlich jetzt zur Tyrell Corporation. Ich würde jetzt nach dem ersten Kapitel für heute Schluss machen, denn es hat bei mir hier im Homeoffice, Schrägstrich-Studio, Schrägstrich-Spielezimmer immer noch brütend heiß, 30 Grad oder so, weil die Sonne ja so geballert hat. Aber ich fand es ganz cool, mal reinzuschauen ins Spiel, und ich speichere jetzt erstmal ganz kurz ab. Bevor ich irgendwas anderes mache, Spiel speichern.
Neuer Spielestand. Spiel 1. Okay. Ist auch gespeichert. Ja, also wie gesagt, ich fand's ganz cool und ich glaube, ich würde vielleicht einfach morgen oder übermorgen nochmal spontan noch vielleicht mal noch ein Stündle weiterspielen. Und ja, ich pack das Woche dann einfach auf Instagram, wenn es weitergeht. Und bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie gesagt, ich habe den Film erst vor ganz kurzer Zeit gesehen und ich finde schon, dass das Spiel relativ diese ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre von dem Spiel, vom Film echt ganz gut einfängt. Und ja, bin gespannt, wie es ausgeht. Okidoki, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen gut schlafen und ich hoffe, die Hitze, die foltert euch morgen nicht so arg. Und ich hoffe auch aus eigenem Interesse, dass es morgen jetzt bei uns keine 40 Grad und auch keine 38 gibt, sondern vielleicht echt ein bisschen weniger oder ein bisschen Luft. Das wäre ganz cool. Also, bis morgen oder bis übermorgen, gell? Ciao!